Der Basiswert ist das wichtigste Ausstattungsmerkmal eines Zertifikats und macht das Produkt erst zu dem, was es ist. Denn der Wert eines Zertifikats wird wesentlich durch den Wert des Basiswerts bestimmt. Der Deutsche Derivateverband stellt unter anderem Informationen zu Basiswerten selbst, aber auch zu Zertifikaten mit diesem Basiswert zur Verfügung. Der Basiswert des Monats Mai ist die Borussia Dortmund GmbH und Co. KGaA. Und dies hier sind die wichtigsten Daten und Fakten zum Stichtag 2. Mai 2016. Die Borussia Dortmund GmbH und Co. KGaA gehört zu den markenstärksten internationalen Fußballclubs. Die durchschnittliche Zuschauerzahl pro Spiel ist mit 80.900 eine der höchsten in ganz Europa. Im abgelaufenen Geschäftsjahr 2014-15 erwirtschafteten 344 Mitarbeiter einen Umsatz von knapp 233 Millionen Euro. Mehr als 35% hiervon durch TV-Vermarktung und rund 32% durch Werbung. Der Jahresüberschuss betrug gut 2,4 Millionen Euro. Die Aktien von Borussia Dortmund sind im SDAX gelistet und hatten ihr Allzeithoch am 31. Oktober 2000 bei 9,81 Euro. Auf den tiefsten Stand fielen sie am 3. Juli 2009 mit 86 Cent. Den größten Tagesgewinn konnten die Aktien am 4. Mai 2009 mit einem Plus von 27,37% erzielen, während der größte Verlust mit einem Minus von 17,56% am 13. Mai 2009 eintrat. Derzeit können Privatanleger aus mehr als 220 strukturierten Produkten die für sie passende Anlage auswählen. Hierfür stehen je nach Risikoneigung, Renditewunsch und Markterwartung rund 30 Anlageprodukte und 190 Hebelprodukte zur Verfügung. Die Aktie von Borussia Dortmund ist damit ein beliebter Basiswert aus dem SDAX bei den Zertifikateanlegern in Deutschland. Bei diesen Informationen handelt es sich weder um eine Empfehlung noch um eine Meinung des DDV, welcher Basiswert sich besonders gut entwickeln könnte. Es geht lediglich um ganz allgemeine Informationen zu einem bestimmten Basiswert, der in Deutschland unter den Käufern von Zertifikaten beliebt ist.